so, ja. Guten Morgen, meine Herzchen. Besser gesagt, Lebkuchenherzchen, weil die sehe ich jetzt immer im Edeka, wenn ich einkaufen gehe. Und ihr seid jetzt heute mal mein Lebkuchenherzchen. Wir wollen euch zeigen, was wir jetzt hier alles gemacht haben. Meine Jungs, die machen den schönen Volvo von unserem Super Mario. Super Mario ist gerade noch ein paar Anschlüsse holen für die Heizung. Die zeigen wir euch natürlich jetzt auch, ne? Ich bin aber überlegen, Dome, ja. Weißt du, was wir machen? Ja. Mario macht doch die Heizung da unten so Porno, ne? Ja. Weißt du, was wir machen? Ja. Wir drehen den deutschlandweit oder weltweit ersten Heizungsporn. Heizungsporn? Heizungsporn, wenn die Heizung fertig ist. Was hältst du davon? Hier. Und, komische Ideen, ne? Und ich muss mal gerade was halten hier. Und ihr sagt doch mal, ich helfe nicht mit, ne? Und bei dem Heizungsporn, dann ziehen wir Mario Strapse an, rosane Strapse ziehen wir den an und der twerk dann, ne? Twerk? Heißt das twerken? Ich weiß nicht, was du meinst, twerk? Diese Arschwackel, was die Weiber immer machen. Twerken heißt das, ne? Ich weiß es nicht. Da lassen wir dann Mario vor der Heizung twerken und machen einen Heizungsporn. Carporn gibt es ja genug, Heizungsporn gibt es noch keine. Und ich höre jetzt auf mit dem Rumgealbere, ich bin schon wieder... überdreht, weil ich morgens immer so viel Energie und gute Laune habe. Dafür kacke ich meistens schon um 15 Uhr ab und könnte dann mich hinlegen und schlafen. Also die Jungs machen gerade hier Mario sein Volvo V70 5-Zylinder Turbo. Wollt ihr die anderen Autos eben zeigen oder habt ihr keine Zeit dafür? Warte, müssen wir den Schlauch durchführen? Ja, führt erstmal den Schlauch durch. Und dann können wir gucken. So, wer gestern von euch mit bei dem unserem Livestream dabei war, das war jetzt Versuch 2. Ich glaube, der war schon ein kleines bisschen besser als der erste Versuch mit dem Handy. Diese Mevo-Kamera, die wir haben, die ist echt mega geil. Also die kann wirklich was. Problem ist, wie gesagt, wie ich gestern schon sagte, unser Internetanschluss ist noch nicht hochgeschaltet auf 10 Mbits. Jetzt haben wir, glaube ich... Ich habe mich gestern mal verarscht gefunden. Warum? Ich gucke aufs Handy, Livestream mit Mevo. Wer ist gelesen? Mevo. Ach so, ja, Meffi war ja hier Auto Meffi war hier Auto umgerüstet und hat auf seine Pizza gewartet. Die waren gestern beide ein bisschen sauer, weil die haben beide hier Überstunden gemacht, haben die Autos umgerüstet und wollten dann was zu essen haben und sollten eine Pizza bestellen. Und Suse und ich waren mit euch beschäftigt im Livestream, ne? Haben uns um die nicht gekümmert, dann sind sie nachher sauer ins Büro gekommen, sind nach Hause gefahren. Ne? Ah, verstehe ich auch, ne? Wenn die armen Jungs nichts zu essen kriegen, ne? Was? Ne, mach mich über dich lustig. Ja, ich weiß. Na, komm mal hier, ja. Was? So, wie gesagt, die Livestreams, die versuchen wir zu verbessern. Rote Sofa, live, gleich direkt mit Fragen darunter, mit einer geilen Qualität und geilen Ton, das versuchen wir hinzukriegen. Die Telekom muss nur jetzt erstmal in den Arsch kommen, mit der Aufschaltung der Leitung, ne? Was? Ja, den, da hat sich einer gewünscht, dass wir den ausführlich zeigen, die Einstellungen und alles mit dem C180, mit dem M271 Motor. Das machen wir natürlich, ne? Ist kein Problem. Wir müssen ein Einstellvideo machen zu dem, das hat sich jemand gewünscht. Also hier ist der Motorkit komplett drin, ist natürlich bei dem Motor mega geil, weil man sieht wirklich hier definitiv gar nichts. Meffi war gestern geil, warte mal. Guck mal, Meffi war gestern geil. Meffi kommt her, das sind immer so geil diese Ausreden, ne? Meffi kommt gestern her mit T-Shirt, mit dem DM-Service-Nagel-T-Shirt. Oh, so, ist das kalt hier in der Bude. Ich sag, Alter, ja klar ist das kalt hier in der Bude, wir bauen gerade eine neue Heizung rein. Aber du läufst hier mit T-Shirt rum, dann zieh dir doch eine Jacke über. Nee, mit einer Jacke zerkratze ich die Autos. Das war geil, Alter, hab ich gelacht. Ja, aber du kannst doch nicht nur, ja, da musst du aufpassen. Aber du kannst doch nicht, nur weil du die Autos zerkratzt, mit der Jacke nackt arbeiten. So. Kann ich auch auf YouTube machen. Nice. Genau. Meffi rüstet die Autos nackt um, damit er die Autos nicht zerkratzt. Und das wollt ihr nicht sehen. Das wollt ihr definitiv nicht sehen. Aber ihr wollt den C180 sehen mit dem M271 Motor mit der fertig eingebauten Prinzanlage. Dieses Steuergerät ist natürlich das originale Benzinsteuergerät. Sucht mal. Siehst du so nicht? Nein, man sieht hier gar nichts. Also das Auto ist vollkommen unsichtbar umgerüstet. Ich habe das aber schon gezeigt, ich habe schon verraten. Also hier ist der Filter der Gasanlage, der Verdampfer sitzt unten drin, das Rail sitzt unter der Luftfiltermatte unten drin und deswegen sieht man bei dem Auto natürlich. Sehr tricky. Ja, tricky. Ist ja nicht so einfach, ne, weil die Schläuche gehen ja hier mit rein, knickt das immer sehr schnell. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da keine Knicke in die Schläuche kriegt. Ne? Ja, die Tanks sind leider alle noch nicht da, ne? Die kommen heute mit der Spedition erst.
Ja, kommen die. So, Golf 7 1,4 TSI. Ach, danke fürs Schützen, ja. Alles schon fertig, bis auf Tank. Ist denn, was ist mit dem Panda? Der Panda steht draußen auch, alles fertig, bis auf Tank. Ach, das ist blöd, ey, dass die Tanks noch nicht da sind. Ja, Tank 11 Schützen passt da unten schön rein. Ist wahrscheinlich ohne Decke? Ja, ja, klar. Ist wahrscheinlich auch wieder die Position, wo bei den Dieseln wahrscheinlich hier diese künstliche Pisse reinkommt, ne? So, Tank haben wir noch Tank nicht. Haben wir noch nicht drin. Der kommt da unten. Ach doch, Tank ist drin. Aber das ist ein stehender. Genau, das ist jetzt nur ein Testtank. Ein Testfüller quasi. Golf 7 1,4 TSI. Tank 11 Stufen sehe ich schon. Hat mir viel gemacht, ne? Also die Anlage ist dedicated, da haben wir ja wirklich nicht, wie gesagt, so viel die Möglichkeiten, uns auszusuchen, wo die Komponenten hinkommen. Das ist ja alles von Prinz vorgesehen, vorgeschrieben, wo die Sachen alle hinkommen. Die Halter sind ja fertig und so habe ich ja schon ein paar Mal. Wollen wir mal gleich runtergehen zum Super Mario seiner Heizung? Die zeigen wir mal, ne? Das ist alles dedicated, ne? Das ist ja alles vorgefertigt, schöner Innenstahlhalter, ich weiß, das sieht man hier. Ja, ja, den habe ich aber gestern im Video schon gefilmt. Ja, so sieht das aus. Also alles von Prinz vorgegeben hier, ne? Ja, Prinz, ich finde es nicht so schön von Prinz vorgegeben. Nee, also Prinz hat ganz oft blöde Einbauanleitungen, die wir oft irgendwie verbessern, ne? Also der, wo wir benutzt es gar nicht. Was? Beim Tucher benutzt es gar nicht. Nee, ne? Nein, der benutzt die Halter auch nicht, weil... Ja, ja, dann mache ich das nicht. Wir können manche Situationen wesentlich schöner gestalten, als Prinz das hat. Wir haben natürlich auch wahrscheinlich mehr Zeit zu überlegen. Die applizieren bei Prinz so viele Autos. Die haben ganz oft schon schlechte Ideen gehabt. Angst, dass es mit der Motorhaube gemacht wird. Ja, ist aber der fertige Halter alles. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf, so wirklich, ne? Ist auch vorbei. Muss wohl passen. Ist das ja? Motorhaube hat ja oben eine große Welle, ne? Muss schon passen irgendwie. Ich lasse ja gerne bei Prinz. Ja. Achso, wir können Mario sein Volvo noch mal zeigen. Da kommt auch ein 5-Zylinder-Turbo, wie gesagt, ist der kleine mit 200 PS, ein 2001er Baujahr. Tankeinfüllstützen kommt ihr auch mit rein, unten in die Ecke. Ja gut, Tank kommt 650, 270, 70 Liter, ne? Was ist denn hier mit dem Kompressor los? Warum brummt? Warum brummt denn der so? Wir brauchen bei 9. Hä? Ist auch kein Strom, oder? Das habe ich gestern schon gesehen. Komisch. Wie explodiert der? Der ist doch gar nicht alt. Baujahr 2008. Das Pitstop-Kompressor. Ja. Der war schon oft kaputt. Ne? Der war schon oft selber repariert. Ne? Zylinderkopfdichtung und was nicht alles. So, ihr Lieben, wir gehen mal mit euch in den Keller. Und ich wäre so ein Ding von 1950. Was? Von 1960 oder so. Kompressor. Ja, blöd ist. Wieder keine Papiere. Druckprüfung, allen Mist, alles. Ne? Weil die so schön leise sind. Ja, weil die so langsam drehen. Ne? Och, hier ist die Tür zu. Warte, wir gehen mit euch hinten ruhig, hinten durch. So, am Tittenkalender vorbei. Was? Ja. Kaffee brauche ich auch gleich noch. Tassen sind da. Warte, dein Drink dauert immer so lange. Was? Der Kaffee dauert immer so lange. Ja, mach den schon mal, genau. Wenn ich gleich hochkomme, ist mein Kaffee fertig. Ach hier. M112 Zylinderkopf, kann man übrigens mal gucken. Da habe ich auch diesen riesen Fehler gemacht. Ne? Zwei Auslassventile, ein Einlassventil. Ne? So sieht der M112 Zylinderkopf aus. Wenn er Spinnenweben behaftet ist. Der steht jetzt zum Schönaussehen in der Ecke. Ja. Ne? So, gehen wir mal in den Keller und gucken mal, was unser Super Mario mit der Heizung schon gemacht hat. Tja, Balko, kommst du nicht raus? Die Tür ist noch abgeschlossen. So, hier haben wir das BAKW stehen. Alles dunkel, mach mal Licht irgendwie an. Hier haben wir das BAKW erstmal hingeräumt, hier haben wir die alte Heizung hingeräumt, hier ist das ganze alte Rohrgeschisse. Das müssen wir auch irgendwie alles noch rauskriegen, ne? So, Licht, Licht, Licht. Der holt ja noch Teile. Also das ist ja echt scheiß teuer, ne? Die ganzen Teile, was das alles kostet, ne? Tada! So, wir waren fleißig. Wir haben den neuen Kessel hier schon drin stehen. Und der Ausgleichsbehälter hat Mario ausgerechnet, der hat nicht gereicht. Da hat er jetzt noch einen zweiten mit dazu. Damit wir, weil wir einfach so viel Wasservolumen haben. Da ist eben jetzt, wie gesagt, die alte Flanschpumpe draußen. Da hat Mario einen neuen Flansch für gebaut. Da ist jetzt die neue Vilo-Pumpe drin. Da oben hat er die Anschlüsse schon. Das große Problem ist hier diese dicken, fetten 2,5 Zoll Rohre. Da muss er jetzt Verbinder kaufen auf, keine Ahnung, eben halt auf dünnere, auf 1 Zoll oder sowas.
Und die sind scheiß teuer. Ich glaube, der Verbinder kostet, glaube ich, irgendwie 100 Euro oder so. Das ist immer das Problem. Weil das war noch mal ein ganz, ganz altes Schwerkraftsystem mit einem Festbrennstoffkessel irgendwie. Also die hatten noch keine Pumpe, sondern warme Wasser steigt nach oben. Und da brauchte man diesen dicken, fetten Leitungen. Und dann haben die da wohl vor geraumer Zeit dann mal irgendwann auf Heizöl umgebaut und dann später dann mal auf Erdgas. Ne? Und daher sind von dem Festbrennstoffkessel, von dem Schwerkraftsystem die dicken, fetten Rohre noch drin. Ne? Aber wie gesagt, hier ist jetzt unser neuer Buderos-Kessel. Und ich finde ja neue Kupferleitungen so geil. Ne? Die werden aber dunkel nach einer Zeit. Die werden dunkel mit der Zeit. Die müssen wir noch isolieren. Da müssen wir noch mal hergehen. Das schafft Mario nicht. Hier ist die Sicherheitsgruppe für den Kessel. Hat er auch alles neu gemacht. Also ist sehr teuer alles. Dieses eine Clickbait Thumbnail ist echt so. Also mit 500 Euro. Das habe ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ist alles schon ganz schön teuer geworden. Ich mache euch nachher mal eine Rechnung, was das alles gekostet hat. Ne? Also ganz witzig war es leider nicht. Was diese ganzen Verbinder, Mist, alles Krams kostet, das ist echt, man soll das nicht glauben, wie teuer das alles ist. Ne? Ja, was wollte ich Ihnen sagen? Also dafür haben wir 20 Jahre Ruhe. Müssten wir eigentlich. Achso, genau, hier dieser ganze Rotz kommt ja noch ab hier, das ist ja von der Fußbodenheizung noch. Der schwarze Kasten kommt auch weg, da ist schon das neue Stromkabel gelegt worden. Da oben, das müssen wir noch alles sauber anschließen, oben eine schöne Verteilerdose. Ja. Was? Hat die schon Saft? Nee. Nö, die hat noch keinen Saft. Das hat er jetzt noch nicht angeklemmt, ne? So, die hat schon Saft. So ist die Sicherung wahrscheinlich noch raus. Ja, der Hauptschalter ist noch raus, ne? Jetzt haben wir noch nichts am Leuchten, ne? Okay, ja. Das sieht auf jeden Fall schon anders aus wie vorher, ne? Dann werden wir die Wände alle mal ein bisschen abbürsten mit der Drahtbürste. Dann streichen wir die Spinnenweben wegmachen, dann streichen wir die Wände mal eben. Den Fußboden streichen wir dann auch noch mal und dann machen wir unseren... unser Heizungsporn, ne? Mit Twiggle. Das ist aber wahrscheinlich gemacht, ja. Twerking Mario. Twerking Super Mario, ne? Ach Quatsch, scheiß drauf, ist im Keller. Da gehen wir mit der Drahtbürste bei, streichen das einmal weiß über und dann ist das gut. Das reicht doch, mein Gott. Hauptsache, dass wenn wir jetzt einmal dran sind, dass wir es dann einmal ordentlich haben. Da fange ich doch nicht an mit Putzen oder das ist ein Heizungsraum. Das Fenster müssten wir eigentlich irgendwann mal neu machen. Zumauern. Oder zumauern. Ja, Luft kriegt er ja da. Ist ja für einen atmosphärischen Kessel vorgesehen. Luft kriegt er ja da, kommt da raus. Ach so, übrigens für die Leute, die gesagt haben, der Kessel ist nicht zulässig. Ich habe mit unserem Schornsteinfeger nochmal telefoniert, also ist überhaupt kein Problem. Man kann sich in einen gebrauchten atmosphärischen Kessel kaufen und auch einbauen. Ist überhaupt kein Thema, der muss eben halt nur die neuen Werte schaffen. Ne? Und bei diesem Buderos-Kessel, die aus den 2000er Jahren, der hat das irgendwie so von 99 bis 2004, 2005 irgendwo gebaut. Ich habe leider das Typenschild noch nicht gefunden. Auf jeden Fall ist er fast neuwertig. Denke ich aber keine Probleme. Und bei Erdgas ist es sowieso kein Problem. Ne? Hier ist die alte Flanschpumpe noch, die kommt jetzt auf den Schrott. Wer die haben will, der sagt Bescheid, da sollen sie sich abholen. Ja, die wirklich kann mal einbauen. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen arbeiten, dann jage ich das Video erstmal hoch und wir gucken mal, wann wir den nächsten Livestream machen. Ich hoffe, dass die Tankstelle, die Leitung, die ganzen Kabel, alles sind jetzt auch da, Notausschalter, alles. Da macht unser Markus macht das jetzt fertig und ja, ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Livestream dabei seid. Gestern waren es ja schon, genau, da haben wir angeklickt und da waren sofort 260 Leute drauf. Das war natürlich sehr, sehr schön und wenn ihr Lust habt, die nächsten Livestreams zu machen, ich gucke auch mal, ob ich das vorangekündigt kriege, dass ihr euch schön versammeln könnt, dass dann eben halt noch mehr auf dem Livestream da sind. Da muss man alles nicht zweimal, dreimal sagen, obwohl der Livestream wird ja abgespeichert, die kann man sich ja immer wieder angucken. Ne? Ja. Genau, wir wollen aktueller sein, wir wollen euch näher sein und wir wollen euch geilere Sachen zeigen. Ne? Autos ist eigentlich so ziemlich für jeden interessant. Und wir bedienen ja eigentlich im Bereich des Kfz eigentlich alles, ne? Klischees auch, ne? Und passt schon. So, ich gehe jetzt meinen Kaffee trinken, schneide das Video zurecht und Dome sagt auch Ciao.